Ja, hallo und damit herzlich willkommen zurück bei E2M3. Und wir sind hier gerade auf dem Weg. Meine Güte, das ist laut. Ist gerade ein bisschen schwieriger, als ich angenommen habe, aber das sieht ansonsten eigentlich ganz gut wieder aus. So, genau. Machen wir das mal so. Ja, wie gesagt, E2M3. Und ja, schauen jetzt mal, wir hatten beim letzten Mal hier schon angefangen. So, wir haben noch den Berserk. Der macht auch gerade hier eine ziemlich gute Leistung für uns. Jetzt haben wir auch wieder Shotgun-Shells, das ist gut. Meine Güte. Dann sieht das schon wieder ein bisschen besser aus, auch wenn der Anzug jetzt weg ist, aber... Ach ja, da sind ja noch welche. Cool, danke. Gucken wir mal, was uns dann jetzt hier so erwartet. Weiß gar nicht, ob wir da reinkommen. Machen wir die mal platt. Okay, das ist schwieriger als gedacht. So, und ich glaube, an der Stelle kann ich schon mal eine Sache ankündigen, denn ich habe mir Urlaub genommen für den Erscheinungstag von... Aua. Für den Erscheinungstag von Boom. Und zwar kriegt ihr von mir auf jeden Fall an dem Tag, und das kann ich schon versprechen, ihr kriegt... ja. Naja, durch die Säure gehen wir jetzt mal nicht. Ihr kriegt auf jeden Fall ein Unboxing der Collector's Edition. Gehen wir mal hier lang. Oh. Ja, das Unboxing kriegt ihr auf jeden Fall an dem Tag. Das Spiel selbst... Da werde ich mir noch ein bisschen Zeit mitnehmen, denn das möchte ich erst machen, wenn ich es privat durchgespielt habe. Na. Sehr schön. Okay, ich will jetzt auch nicht zu sehr kreuz und quer hier laufen. Machen wir erstmal hier. Wir sind auch ziemlich angeschlagen. Ich hoffe, dass es vielleicht... Okay, hier eher weniger nochmal ein bisschen Health gibt. Ja. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, um nochmal zu speichern. Na komm. Ja, so. Ja, und wie gesagt, daher, das Spiel wird es geben, aber da lasse ich mir ein bisschen Zeit mit. Das will ich erstmal gerne privat spielen. So, da haben wir ein Secrets von 6, meine Güte. Naja, besser als nix. Und ich freue mich nach wie vor eigentlich sehr auf das Spiel. Naja.
Da haben wir das nächste Secret. Sechs Typen. So. Wobei ich davon ausgehe, also das Spiel soll um die 13 Stunden Kampagne besitzen. Dann speichern wir lieber nochmal. Wenn das wirklich 13 Stunden Kampagne sind, dann glaube ich, dass wir das Let's Play relativ schnell angehen können. Na komm. Stirb bitte. So. Einmal tot. Das ist schon mal super. Da haben wir gut reagiert. Da höre ich in der Entfernung noch was. Naja, und hier sind wir in der Area. Okay, wir haben nur zwei Secrets gefunden, aber wie gesagt, das sind auch alles Teile des Spiels, die ich nicht ansatzweise mehr so gespielt habe. Aber hiermit beenden wir Rift and Re, also E2M3. 97%, ja, 93% da nur. Wie lange haben wir gebraucht? 7 Minuten. Oh, okay. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.